Moin Moin! Willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion DD2 im 4 gegen 4 Tower Defense Mode. Wir sind wieder dabei. Was könnten wir denn machen? Ja, Burg macht am meisten Sinn, ne? Weil das auch nicht schlecht ist. Nö, wir nehmen die Burg. Rubinen sind gut, um an die Seite zu packen. Ja. Bienen sind echt gut. Ich glaube, die sind kacke. Im Tower Defense Mode. Die sind stark. Die sind nicht so gut, weil die sich ja gar nicht healen können. So an sich. Ich habe Pyros. Das sind gute Tanks. Katzen. Ja, wir nehmen das so. Eins, zwei, drei, vier. So machen wir das. Alle weg. Pyro ist mega stark, genau wie die Gatling Gun. Die Tower Defense Modus. Ja, weiß ich nicht, da müssten sie halt nochmal zurückkommen, so. Aber Pyro übelst stark. Ich sag, die bringt mir jetzt nicht so viel. Weil ich finde, die muss halt, um das Optimale rauszuholen, muss angegriffen werden und sich dann heilen. Und da muss man so ein bisschen splitten. Macht hier wenig Sinn. Steht perfekt, kann überall hinschießen. Die vier werde ich freilassen, werde dann hier rundherum was bauen. Mit Nimbus und so weiter. Jo. So machen wir es. Die ersten Runden ganz entspannt. Pyro macht alles weg. Eiersack. Ich finde auch, die Hydra wird hier auch gern gespielt im Tower Defense Modus. Das sehe ich zumindest. Sehr häufig. Gerade so, dass in den letzten Waves oder im 4 gegen 4 allgemein in den letzten Waves noch viele von den Eiersäcken platziert werden. Was hat denn mein Gegner? Den Wanderer und eine Wurzelqualle. Okay. Harpien. Ich habe mich zwar rumgelaufen in dieser. Ne, Moment. Ich bin der hier. Der hat nur die Katze. Klar, macht uns Stacks rein, dann hält sie sich hoch. Die hält lange aus. Die platzieren wir dann unten hin. Die beiden. Als Verteidigung. Bleiben wir erstmal weiter bei den Bienen. Ja, am Anfang ist eigentlich Wurst. Jetzt hat er sein Healing. Okay. Healing ist dabei.
Das heißt, Schnecken reinschicken wäre schon mal scheiße. Wir machen den hier hinten hin. Den mache ich dann zum Zeus. Und dann hau das hin. Die sind ja wirklich mega stark, weil die können überall hinschießen, egal wo die stehen. Aber sie sind mal gierig. Ja, wird eng. Aber sie heilt sich jetzt hoch. Nö, nicht geschafft. Loser. Unhold wär gut. Jetzt ein Unhold noch reinschicke. Wenn er da nicht viel baut, könnte auch da wieder verkacken. Aber das sieht doch sehr gut aus. Ich muss mir gar nicht großartig eine Strategie oder so überlegen. Die ist schon gut. Die Strategie. Pyrrhus, Zeus, Bienen. Gerade die Bienen sind dafür natürlich mega geil, weil wenn die abkacken, haben die ja noch diesen Gifteffekt. Ja, der geht down. So, klar, der hat Mana ausplatziert für die Welle. Alle verkackt, wir wohl. Und noch einen. Welle 6 haben alle verkackt. Das ist krass. Meine Bazookas müssen noch verteidigen. Ja, wir könnten natürlich hier unten jetzt schon mal so ein Kätzchen hinstellen. Da und dann so. Dann mache ich da noch mehr Bienen hin. Und ist die Katze so der... Der Tank dazwischen. Einmal geht noch. Kanonier. Der Kanonverteidigung hat er viel. Ich gar nicht großartig schicken die nächsten Waves. Aber es sieht trotzdem gut aus, als würde er verkacken. Was macht er denn? Verschissen. Unhold rein. Verrückt. Vielleicht so. Consider it done. Auf jeden Fall haben wir noch einen Worker. Ich werde tatsächlich eine Echse reinpacken, auch wenn die jetzt in den Nahkampf geht. Weil es immer mehr bringt, als zwei Schnecken reinzuschicken oder eine Turtle.
Aufprallschaden hat er auch nicht, also ich kann trotzdem weiter schicken, die ganze Zeit über. So, dann ein bisschen Healing und halt ein Elementar. Oh, das war's auch schon, ne? Den bauen wir dahin. Vengeance is ours. Da hat er einen guten Bereich, wo er angreifen kann. Können wir auf jeden Fall noch mehr Rock holen. Take my spear. Echse mit rein. Sollte reichen. Guck mal hier drüben. Ich sag, magischen Schaden muss ich gar nicht reinschicken, weil er sowieso viel Arkanenverteidigung hat. Ist eigentlich egal, ob ich Stich oder Aufprall schicke. Aufprall wäre halt für ihn noch okay, aber der Rest ist vollkommen egal. Wobei Aufprall vorne für die Bone Crusher dann gut ist. Ne, Moment. Wir bauen die Zeus auf. Die werden es gebrauchen können gegen den Boss. Da wollen wir es mal nicht übertreiben. Ich nehme noch Unheil mit rein. Drei Stück. Hier gucke ich immer beim Tower Defense Modus manuell, was ich schicken möchte. Weil sonst automatisch immer die Drachen dann mitgeschickt werden und sowas und die gehen dann in den Nahkampf. So, das macht halt gar keinen Sinn. Ja, das war mir klar, dass es auch rüberkommt. Aber die Zeus stehen ja da. Auch die Blumen machen noch ein bisschen Schaden. Ja, das habe ich im Sack. Durch. Wir warten. Es geht weiter. Aber da ist ganz schön was durchgekommen. Ein Krieg mit weniger Leben. Ja, Digga, wir nehmen noch so ein Ritual. Wir haben so viel Power. Da können wir mega locker pushen. Unheimlich wichtig. Dann mache ich immer noch so eine kleine Biene hin. Und dadurch, dass der King noch gar keinen Schaden bekommen hat und voll ausgebaut ist, regeneriert er ja sowieso. Ja, die Bienen machen einfach alles weg, so mit ihrem Gift. Genau das wollte ich sehen, dass das darüber geht. Können alles im Worker stecken. So, Aufprallschaden ist doch besser. Das heißt, wenn wir auf 13 noch ein bisschen mehr schicken, ist das super. Jetzt habe ich nämlich, wie gesagt, schon zwei Drachen drin, ne? Und die sind halt
kacke, wenn man davon ausgeht, dass die in Nahkampf dann gehen. Macht halt überhaupt keinen Sinn. Ich bin ganz oben, 36 Worker. Super. Aber klar, die Dunkles Ritual genommen haben, sind sowieso weiter oben als die anderen. Und das ist einfach nochmal 150 mehr Gold. Der verkackt sogar so noch. Wir hauen trotzdem Packleader rein. Ja, für die Stiche lohnt sich gar nicht. Aber wir nehmen trotzdem Mimik mit. Da können wir vielleicht noch ein bisschen Geld farmen. So, dann geht es vielleicht so runter und so rüber. Das wäre gut. Sollen wir mal gucken. Das wird scheppern bei ihm. Er hat mir jetzt 3 Kanoniere geschickt. Ich habe mega fette Zeus. Da passiert nicht viel. Abgewehrt. Worker schon. Junge, Junge, Junge. Ich setze ihm aber auch ganz schön zu, ne? Der Grüne wird von mir ganz schön runtergedrückt. So, wir können jetzt natürlich hier einmal aufbauen. Wir können auch mit dem Nimbus jetzt arbeiten. Oh, stimmen wir mal in die Ecke. Ich kann ja noch 15, ich würde es auf 15 nochmal probieren, so, aber ja, Karne Verteidigung hat er halt viel. Da muss ich schon dick was reinschicken. Ja, es waren zu viele, die haben sich an der Seite durchgepresst. Was könnte ich ihm schicken, was Sinn macht? Kanoniere machen keinen Sinn. Dinos ein Haufen. Auch wenn die Fernkämpfer jetzt zu Nahkämpfern werden, macht Dinos, glaube ich, trotzdem noch am meisten Sinn. Nehmen wir die einfach mal mit. So, einfach mal 4 Pyros gebaut. Dann gehen wir halt mit Unholden noch mit. Eine Turtle. Auch größtenteils Dinos geschickt. Aber es ist gut nach links gegangen, genau das, was ich sehen wollte.
hat übel viel verkackt. So, wir können natürlich jetzt hier noch so einen hinbauen. Und Nimbus. Auch extrem wichtig. Und noch mehr Rocker holen. Mega viele. Also schon übelst viele Worker. Geht die Turtle noch mit raus? Nee. Ging nicht mehr mit raus. Jetzt hat der Drachen geschickt einfach nur. Oh. Ja, die Kacke zu schnell abschieben, müsste ich mal aufwerten. Die Bienen. Weil jetzt gehe ich schon echt an meine linken Fernkämpfer ran. Und das ist schlecht. Ah, die Runde könnte ich tatsächlich verkacken. War vielleicht etwas zu gierig. Nee, sieht noch gut aus. Auch wenn die Fernkämpfer down sind. Dann lasse ich jetzt die Bienen aufwerten. Dann machen die auch mehr Giftschaden. Ja, schick die ganze Zeit einfach rein. Bienenaufwertung. This will be a blast. What are you looking at? Yes, no. Not enough gold. So sieht das gut aus. Einfach 8 Dinos, 8 Unholter und 3 Turtles. Heute gibt es aber auch schon 700 mittlerweile. Ja, das meiste sind Drachen. Drückt in jede Runde durch. Horsch. Oh, manchen Schaden aufbauen. Bam. Bin so weit oben. Ich glaube, das reicht an Workern. Reicht. Warum soll ich denn so? Man muss es ja nicht übertreiben. Was will ich denn mit 200 Workern jetzt mittlerweile? So, dann baue ich lieber mehr Verteidigung auf. Das ist wichtiger.
Genau, das machen wir noch mal einmal senden und dann ist Schluss. So, Nimbus aufwerten. Noch mehr Nimbus hin. Den upgraden. Biene hin. Alles voll. Na komm, machen wir hier mit den drei hin. Wir sind 1660 plus. Ich brauche nicht noch mehr Worker. Ah, der wird euch jede Runde von mir durchgedrückt. Der hat es nicht leicht. Der kommt halt auch einfach nicht hoch. Ja, 190, 200 brauche ich nie im Leben. Das rentiert sich ja gar nicht in den letzten Wellen. Die Bienenverteidigung noch mal ein bisschen verstärken. Kann man sich hier auch noch einen hinstellen, so Nimbus aufwerten. Stellen wir noch einen hin. Sollte reichen. Sollte auch klappen. Ich glaube nicht, dass der zu nah dran steht. Rechts extra nochmal so einen Eingang gemacht. Die schicken immer noch. Da war schon sein fetter Zen. Hm. Ganz viele Kanonenschützen und ganz viele Drachen. Ja, das ist schlecht für ihn, dass so viele Eiersäcke kaputt gegangen sind. Wir könnten natürlich jetzt hier noch mal ein bisschen in Tankiness investieren. Das reicht. So sieht doch gut aus. Und schicken wir nächste Runde. Dann ist das Ding erledigt. Schauen wir kurz rein. Jetzt muss ich hauptsächlich Aufprallschaden mit reinschicken. Schicken Booker rein, wir schicken die rein. Jetzt können wir hier noch mal zwei Pyros aufwerten. Ja, sonst brauche ich eigentlich nichts, ne? Aufprallschaden war wichtiger als der Rest. Brauche ich fast gar nicht. Schieb mal ein bisschen Magie rein und dann war's das. So, ich werde, da brauche ich gar nicht gucken. Nichts geschickt. Oh, der Große war aber schnell down.
Halten die das noch? Nee. Nee. Es sah nur so aus. Der könnte vielleicht halten. Ja, nicht. Ja, der ist auch durch. Wie gesagt, er könnte noch halten. Hat er auch. Jetzt kommen die anderen noch mal ran. Aber es ist schon eng gewesen. Also, die hätten es fast jetzt noch überlebt. Victory. Noch ein paar Sekunden länger und dann hätten die das überlebt. Das war's für heute mit der weiteren Legion. Tower Defense Modus 4 gegen 4. Schaut euch gerne bei anderen Videos mit vorbei. Lasst ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannt Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.